um auch die Nützlichkeit von dem Konzept noch mal ein bisschen einzuordnen, lässt sich vielleicht an der Stelle auch noch erwähnen, dass es in Zukunft für uns in dieser skillbasierten Betrachtungsweise sehr sinnvoll wäre, wenn zum Beispiel die Frässpindel jetzt ihren eigenen OPC-UA-Server mit entsprechendem Interface hätte. Mhm. So dass die Kommunikation zwischen Roboter und Spindel auch nicht mehr auf einem herstellerabhängigen Protokoll basiert, sondern dass im Prinzip dort auch über eine kleine Serververbindung die beiden Geräte wieder miteinander kommunizieren können und der Roboter im Prinzip der Spindel nur vorgibt, welche Drehzahl sie fahren soll, zu welchem Zeitpunkt und wir dadurch eben auch eine bessere Integration zwischen den einzelnen Maschinenteilen hinbekommen. Das heißt, wir müssen uns keine Gedanken mehr über irgendeinen Profibus, Modbus, Profinet, sonst irgendein Protokoll machen, sondern wir können wirklich mit einem offenen Standard, den OPC-UA uns bietet, einfach eine Verbindung zwischen beiden Maschinen herstellen und dort sehr, sehr einfach die eigentlichen Fähigkeiten der Komponenten nutzbar machen. Und gerade bei der Integration würde das auch sehr, sehr viel Zeit sparen und wahrscheinlich auch einiges an Fehlern und grauen Haaren. Du sprichst gerade die OPC-UA-Verbindung an. Das kann man natürlich noch ein bisschen weiter spinnen und das Ganze jetzt auch Echtzeit und Synchronisation von Achsen betrachten. Da brauchen wir dann auch OPC-UA-PubSub bzw. OPC-UA-FX, also die Echtzeitfähigkeit von OPC-UA, auch in den Skills, die wir mit Client-Server-Architektur natürlich aktuell noch nicht erreichen können.